Hallo, ich bin Malil W. Hi, ich bin Carlito von der Band Ari Revolte. Grob gesagt machen wir Urban Music, dazu erzählen wir euch gleich mehr, indem wir maximal stiften unsere Band erzählen. Toute guerre en réalité, c'est pour le pouvoir et les plats dorés. Ce que vous voulez et vous adorez, l'empire dans sa beauté et à son apogée. Ivy und Revolté. Ivy ist jamaikanisch und bedeutet glücklich, zufrieden. Und Revolté versteht man ja wahrscheinlich sogar, ist so aussässig. Und diese beiden etwas erstmal kontrovers wirkenden Worte machen aber tatsächlich aus, was wir sind. Denn machen Musik, die zum Nachdenken anregen soll, die auch politische und gesellschaftskritische Inhalte immer wieder drin hat und uns wichtig ist. Aber das Ganze mit einer positiven Energie. Das war schon immer unsere Stärke, live die Leute zu überzeugen. Für uns bedeutet es eben auch sehr viel, weil wir live einfach diese Energie noch viel mehr rüberbringen können. Und dieses Miteinander, dieses Geben und Nehmen mit den Leuten da einfach zum Ausdruck kommt. Gerade weil uns eben wichtig ist, den Leuten ja so ein bisschen auch Alternativen aufzuzeigen. Nicht nur anzuprangern, das ist natürlich ein Ding. So, wir gucken, was auf der Welt passiert, was hier in der Gesellschaft passiert, was wir scheiße finden. Und das sagen wir dann auch, ohne Blatt vor den Mund zu nehmen. Aber wir denken, dass es auch wichtig ist, den Leuten Möglichkeiten zu bieten oder aufzuzeigen, was es für Alternativen gibt. Es brennt in Gemeinden, es brennt am Stadtring. Sie wollen vertreiben, sie fangen laut an zu singen. Alle Fremden sollen endlich verschwinden und gleichzeitig fangen sie an, die ersten Mollys zu zünden. Konkret finden wir ziemlich scheiße, was in Europa und in Deutschland vor allem auch passiert, wie mit der Flüchtlingssituation umgegangen wird. Also Europa schattet sich ab, es gibt so viele Länder, Nachbarländer von den betroffenen Regionen, wo viele Menschen fliehen, die sehr arm sind, auch ziemlich scheiß Situationen haben und die nehmen Hunderttausende, Millionen von Geflüchteten auf. Deutschland weint wegen ein paar Leuten, die es überhaupt schaffen, herzukommen, wenn sie nicht schon ums Leben kommen im Mittelmeer. Also das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Also es ist eigentlich eine Schande, ganz ehrlich. Muss von Deutschland noch immer vereint, das ist bitterer Alltag in jedem Bereich. Durch Hetze machen Angst und Panik sich breit. Proteste verteufeln das Fremde zum Feind. Hier steht jetzt NOPE wieder, das ist eben aktuell gerade so ein wichtiges Ding bei uns. Also klar sind wir einfach gegen jede Form von Rassismus. Pegida ist momentan, sage ich mal, so eine Form, die sehr prägend ist oder sehr aktuell. Und das drücken wir halt aus, aber eben auch die Leute. Also das soll das auch zeigen, dass deswegen geht es auch hier so über dieses Logo. Letzten Endes sind wir und die Leute dann immer eins und das bildet so eine Einheit. Bei uns geht auch niemand mit einem trockenen T-Shirt nach Hause. Also das ist Pflicht. Spürst du die Ruhe vor dem Sturm? Es ist diese Ruhe. Es ist lala. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind eine Liveband, deswegen hört euch unser Album an, kommt aber vor allem mal auf eines der Konzerte, weil dann kriegt ihr erst richtig mit, was Ivy Revolte ist. Wir sagen merci, à la prochaine. Ciao. Geil, ist cool geworden. Das muss ich eigentlich sogar abfotografieren. Als Erinnerung.